Willkommen zu einem kurzen Real Talk Video zu etwas, was mir heute passiert ist, über was ich einfach mal noch reden möchte. Und zwar, ich habe auch neben diesem YouTube-Kanal einen Instagram-Kanal. Der hatte vor ein paar Minuten 232 Abonnenten. Ich drücke einmal auf Aktualisieren, sind 12 Abonnenten weg. 12. Nicht jetzt mal einer oder zwei, sondern 12. 12. Und ja, viele denken sich jetzt, vielleicht sind das diese typischen Bot-Accounts, die, denke ich mal, jeder kennt. Diese Accounts, die sind dann irgendwelche Links zu dubiosen Seiten drin, wo dann irgendwo, oder dann steht da sowas wie, wollt ihr meinen Arsch sehen oder so. Diese Fake-Accounts, diese Bot-Accounts, das ist alles nur Mist. Nein, solche Accounts sind es tatsächlich nicht. Und weil diese Accounts, wenn ich die schon meine Abonnentenliste sehe, die kriege ich schon immer raus. Und deswegen können es solche Accounts nicht sein. Und selbst wenn noch mal ein, zwei drin sind, wären es ja noch um ein, zwei Abonnenten zurückgegangen. Deswegen verstehe ich die ganze Sache nicht so ganz. Ich habe es mal gegoogelt, habe dann wieder so auf so schönen Seiten wie gutefrage.net nach Antworten gesucht und nicht gefunden. Und ja, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Und da ganz ehrlich, wenn irgendjemand mal eine Anregung hat, kennt die Kommentarfunktion, schreibt es rein. Weil ich habe wirklich keine Ahnung, warum. Klar, kann es mal sein, dass jetzt in irgendwelchen Bots Accounts drin waren, so über irgendwelche Bots so Ding, dieses Follow for Follow Back und dann irgendein anderer Bot-Accounts, irgendwie 1000 Abonnenten, aber 4000 abonniert oder was. Ich muss ganz ehrlich dazu mal sagen, ich nutze hier keine Instagram-Bots oder so, solchen illegalen, okay, ich weiß nicht, ob es illegal ist, aber so ein Cheat-Scheiß oder wie künstlich hochtreiben, das bringt es ja nicht. So eine Scheiße nutze ich einfach nicht. Und es kann natürlich sein, dass YouTube ein paar Accounts, die mir gefolgt sind, einfach wegen so einer Sache irgendwie gesperrt hat oder so, aber das wären dann nicht 12 auf einmal. Es geht jetzt nicht darum, dass wir mal entfolgt sind, sondern ich habe mich dann einfach mal ausgeloggt und mit einem anderen Account, den ich noch habe, reingeloggt und da hatte ich noch 226 Abonnenten. Da sind einfach nur 6 Leute flöten gegangen. Also deswegen, ich verstehe absolut gar nichts mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe ja 200 Abonnenten, das kann man mal eben nachzählen. Ich bin da einigermaßen fit im Zählen und habe das einfach mal komplett nachgezählt und hatte auf einmal 220 Abonnenten. Ich müsste eigentlich mal jeden Abonnenten, den ich habe, aufschreiben. Das soll jetzt nicht stalkerhaft klingen und dann einfach schauen, wenn mir sowas nochmal passiert, wer mir da genau entfolgt ist. Also wenn das jetzt mehrere sind, wenn mir eine Person entfolgt, ist mir das scheißegal. Und wenn Leute sagen, ey, der Typ ist mir aber echt unsympathisch und scheiße, dann auch bitte schön entfolgen. Ganz klar. Und dementsprechend müsste ich mir eigentlich mal aufschreiben, so wer mir in den nächsten Tagen folgt, so also die Abonnenten der nächsten Tage, wenn auflisten und dann einfach mal schauen, wenn da nochmal mir gleich 5 Leute auf einmal entfolgen, woran es liegt, was da passiert ist. Und ja, dann einfach schauen, wer das ist. Gibt es diese Accounts noch oder sind das vielleicht auch einfach so von Instagram oder so, nicht, es wird nicht von Instagram sein, aber von irgendwelchen Leuten erstellte Bot-Accounts oder so. Versteht ihr, was ich da meine? Und komischerweise auf YouTube ist es ja ein bisschen anders. Und ich finde YouTube auch besser als Instagram, weil klar kann auch mal irgend so ein komisches YouTube-Konto mich abonniert haben oder so. Ich habe ja auf meinem kleinen Ding schon 70 Stück drauf. Aber da merke ich, da sind immer nur 1, 2. Also mir würde es, glaube ich, auf YouTube nicht passieren, dass ich, klar, wenn ich jetzt nicht irgendwelche Hetzreden oder so schwinge, mich auf einmal 10, 20 Leute deabonnieren. Das wird mir hier nicht passieren. Und ich denke mal, ihr versteht auch, was ich hinaus will. Ich finde einfach es auch ganz schrecklich mit diesen ganzen Instagram-Bots und Follower für Geld erkaufen. Was will man damit? Da wird man ja nicht mehr bekannt durch oder so. Oder sorgt dafür, dass die Leute irgendwie die Bilder geiler finden oder so. Das ist einfach nur absolut sinnlos, irgendwelche Bots zu kaufen. Und ich werde einfach mal von Instagram, das habe ich jetzt gelernt, ich werde von dem ganzen Instagram-Follower-Kram Abstand gewinnen. Ich habe weit über 200 Follower, das ist eine gute Zahl. Ich weiß auch nicht, ob es so schön ist, für mich als Jugendlicher mehrere hundert oder gar tausend zu haben, weil, klar, weil ich kenne Leute, die haben jede Menge Abonnenten, deutlich mehr Abonnenten als ich auf Instagram. Aber ich bin immer noch jemand, der sagt, ich muss so gewisse Dinge einfach mal da lassen, wo sie hingehören. Ich denke, man versteht, was ich damit meine. Und ja, denke ich mal, mehr gibt es zu dem Thema nicht zu sagen. Ich sage ein bisschen mal wie ein